Schönen guten Abend aus der österreich-amerikanischen Gesellschaft. Wir sind live, wunderbar. Dann, lieber Rainer, heute geht es um das Thema Zukunft der Arbeit. Und das ist ein ganz sinnstiftendes Element für uns alle. Wir wollen uns natürlich genau unterhalten, was betrifft uns aktuell, aber was wird uns vor allem die Zukunft bringen? Und mit einem hochkarätigen Panel. Und ich darf an dich übergeben. Danke, Philipp. Vorfeld des Tags der Arbeit mit großen Herausforderungen, die uns, glaube ich, die letzten Wochen und Monate ja auch gezeigt haben, wie der Arbeitsmarkt sich entwickeln kann. Wir freuen uns sehr, dass wir heute ein hochkarätiges Podium hier bei uns begrüßen dürfen in der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Wie immer verbleibt mir ein paar technische Details Ihnen mitzugeben. Wir freuen uns heute sehr, einen neuen Medienpartner an Bord zu haben. Das ist die Wiener Zeitung und der Dr. Walter Hemmerle ist heute unser Moderator, Chefredakteur, und wir streamen auch auf wienerzeitung.at und wie auch immer natürlich auch auf unseren Kanälen, auf unserem Facebook-Kanal und natürlich auf YouTube. Vielleicht dazu auch für alle, die später einschalten oder bisher noch nicht die Zeit hatten, über die Live-Übertragung Bescheid zu wissen, kriegen das natürlich dann auf YouTube nachgeliefert und können on demand die heutige Veranstaltung nachsehen. Alles Weitere dann von unserem Moderator, vielleicht noch etwas, was immer leider noch notwendig ist, alle Gäste am Podium und alle, die heute hier dabei sind, sie halten natürlich die 2G-Regel ein, es gibt ja die Pandemie noch immer oder nicht mehr so, aber wir sollten doch trotzdem doch darauf Rücksicht nehmen. Fragen, das ist, möchte ich auch noch dazu sagen, bitte die in den Chat der Zoom-Funktion hineinzustellen, wie immer. Ich werde sie dann am Ende der Diskussion dann an das Podium stellen und natürlich auch auf YouTube können Sie die Fragen auch stellen. Alles Liebe, schönen Abend, eine spannende Diskussion wünsche ich und ich übergebe an den Moderator Walter Hemmerle. Lieber Rainer, herzlichen Dank, herzlich willkommen. Ich darf das Podium begrüßen. Evelyn Regner, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, herzlich willkommen. Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich, herzlich willkommen. Danke. Rolf Gleisner, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit der Wirtschaftskammer Österreich, willkommen. Danke. Mario Derntl, CEO Zukunft Lehre Österreich, zu uns zugeschaltet per Zoom, herzlich willkommen. Hallo. Und Gerald Jobt, CFO von Agarwood Production LLC in North Carolina in den Vereinigten Staaten, eine Tochterfirma der Tiroler Ecker Gruppe, die mit und um Holz rund 3 Milliarden Euro Umsatz macht. Herzlich willkommen aus den USA, in den USA. Hallo. Lassen Sie uns ganz kurz ein bisschen auf die unmittelbare Aktualität eingehen. Wir haben einen soliden Arbeitsmarkt unmittelbar vor der Pandemie gehabt und sind dann abgestürzt zu einer am Höhepunkt der Pandemie 1,2 Millionen Menschen in der Kurzarbeit, rund 600.000 in der Arbeitslosigkeit. Und dann Ende 2021, Anfang 2022 hat die Konjunktur wirklich zu brummen begonnen. Die Arbeitslosigkeit ist massiv nach unten gegangen. Wir stehen jetzt bei rund 250.000 in der Arbeitslosigkeit. Wenn man die Schulungen mit hinzurechnet, sind wir bei 320.000, 25.000. Menschen, 6,3% Arbeitslosigkeit. Und jetzt ist plötzlich Krieg, unglaubliche Unsicherheit, eine steil nach oben zeigende Teuerungs-Inflationskurve. Johannes Kopf, wie sehr ist ein Element der Unsicherheit jetzt in der künftigen und unmittelbaren Entwicklung des Arbeitsmarkts gegeben? Wie sehr kann man das jetzt steuern? Wie sehr fahren wir wirklich im Nebel, nicht nur auf Sicht, sondern tatsächlich in einer dichten Nebelwand zu? Irgendwann bekommt eine Organisation wie meine auch, ich sage jetzt, Routine im Wahnsinn, in gewisser Weise. Wir haben seit 2 Jahren eine Situation von, oder sagen wir mal, nein, ich nehme es zurück, eigentlich ab dem zweiten Quartal 21, also seit einem Jahr, eine Situation, wo wir auf der einen Seite eine unglaubliche Erholung des Arbeitsmarktes, die eben dazu geführt hat, dass wir mit den Arbeitslosenzahlen völlig unerwartet schon deutlich unter den Zahlen von vor der Pandemie sind. Wie vor seinerzeit geschätzt, das wird bis 2025 dauern, haben relativ rasch eine Situation gehabt, wo wir Arbeitskräftemangel auch in einer, für uns jedenfalls in der Geschichte des AMS, nie dagesehenen Weise erlebt haben in sehr, sehr kurzer Zeit. Und gleichzeitig immer diese Unsicherheit, dass da wieder was kommen kann. Und dieses immer wieder was kommen kann, ist ja auch gekommen dann, zum Beispiel mit dem neuen Lockdown Ende 21. Mhm.
Das heißt, dass auch unsere Förderinstrumente auf der einen Seite und auch in unseren regelmäßigen Diskussionen, Rolf Gleisner, einer unserer Verwaltungsräte des AMS, wir haben im Prinzip wöchentliche Gespräche über Neuordnungen von Kurzarbeit zum Beispiel unter den Sozialpartnern, Regierung, AMS und so weiter, ist immer getrieben auf der einen Seite von dem Gedanken, die Wirtschaft boomt. Wir haben im zweiten Halbjahr 21 Wachstumsraten gesehen, in manchen Wochen von über 10% und auch im Gesamtjahr von 5%. Und selbst jetzt ist die Prognose trotz Einschränkungen wegen Ukraine und hoher Energiepreise noch, ist noch die Rede von 3-3,5% sozusagen. Und trotzdem immer wissend, jeden Moment kann wieder was passieren. So wie jetzt sozusagen wir gestern erfahren haben, dass kein Gas mehr fließt in zwei Länder der EU. Und in dieser, ich sage es jetzt fast, das kann man nicht mal volatil, in Absurdität der Situation, bewegen wir uns, dass wir über Fachkräfte, Arbeitskräftemangel massiv nachdenken und gleichzeitig 50.000 Menschen in Kurzarbeit haben und mit dem Potenzial, dass es morgen wieder anders sein kann. Ja, also ich würde sagen, wir sind einfach laufend vorbereitet auf zwei Szenarien, ein schönes und ein schlimmes und glauben weiter ans Gute. Herr Jobst, Routine im Wahnsinn, das müsste ein Manager, ein Unternehmer kennen. Wie nehmen Sie diese unglaublich volatile Situation im Moment für Unternehmen, für Ihre Branche, aber auch für die Konjunktur, für die Gegenwart in den USA wahr? Die leiden ja genauso unter einer stark gestiegenen Inflation aus anderen Gründen. Dort ist Energie nicht der alleinige oder der überwiegende Treiber. Die haben noch ein bisschen ein größeres Problem, würde ich vermuten. Wie schaut das aus? Die Inflation in der Tat ist ein großes Problem hier, die ist ja auch höher als in Europa, als in Österreich und macht sich natürlich dann auch auf den sozusagen Bankkonten unserer Mitarbeiter im ersten Schritt bemerkbar. Beziehen, eigentlich noch günstiger als in Europa, ist aber die letzten eineinhalb Jahre um 50-60% gestiegen und alle unsere Mitarbeiter kommen eigentlich mit dem Auto. Das heißt, was aus der Inflationssituation unabhängig jetzt auch schon von der Ukraine-Inflation war schon früher länger auf steigende Tendenz hier in den USA, müssen wir einfach unsere Mitarbeiter dementsprechend, ich nenne es jetzt mal, entschädigen. Auf der einen Seite natürlich spüren wir auch dann die Inflation bei uns in der Branche, unsere Rohstoffe, die teilweise auch basierend auf Erdgas sind, wie Leim zum Beispiel, bestätigen wirklich das Wort volatil. Im besten Sinne, wir sind dieses Monat so, das nächste Monat wieder anders und dementsprechend müssen wir auch zum Beispiel unsere Preise ausgestalten für Kunden und der Arbeitsmarkt hier. Ich glaube immer noch im Großen und Ganzen ist er ähnlich versehen wie in den USA, wie in Österreich, aber natürlich sehr speziell in den USA mit der Serviceindustrie und so weiter. Also alles das macht uns täglich zu schaffen und mir speziell als Verantwortlicher für HR-Personal wirklich stündlich, um genug Mitarbeiter zu haben, um Fachkräfte zu haben. Und auch das kann sich sehr volatil in den USA ändern, weil einfach teilweise Mitarbeiter einfach nicht mehr kommen am nächsten Tag, weil sie zum Beispiel ein besseres Jobangebot haben. Also all diese Volatilität in allen Bereichen macht uns auf jeden Fall zu schaffen, speziell aber natürlich am Arbeitsmarkt und es getrieben. Wir sind in spannenden Kollektivvertragsverhandlungen, Frau Regner. Ich glaube, die Metaller sind gerade dran. Im Herbst kommt dann die große Runde. Es gibt Überlegungen vor dem Hintergrund einer hohen Inflation und substanziellen Lohnforderungen, dass die Politik möglicherweise dort moderierend eingreift, indem man zum Beispiel auf der Abgabensteuerseite etwas nimmt, und um quasi zu verhindern, dass wir in eine Lohnpreisspirale geraten. Wie ist Ihr Blick, auch, ich möchte es dazu sagen, quasi als Arbeitnehmervertreterin, deren politische Heimat eigentlich die Gewerkschaften sind, wie ist da Ihr Blick und durchaus auch mit der europäischen Perspektive drauf, weil Österreich ist ja keine Insel und schon lange nicht mehr beim Arbeitsmarkt. Also zunächst einmal Lohnverhandlungen, das ist eine Sache der Sozialpartner, ja? Also Sozialpartnerautonomie gilt es jetzt gerade besonders zu respektieren. Also das möchte ich wirklich vorausschicken. Da braucht man keine Moderation. Das klingt jetzt schon irgendwie sehr diplomatisch, aber auf keinen Fall Zurufer von außen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch keine Hilfestellung? Geht.
Ich glaube, die Sozialpartner, die können das schon. Die haben also gerade in Österreich jahrzehntelange Erfahrung und die haben das sehr gut gemacht, gerade in Konfliktsituationen. Das bedeutet aber nicht, dass quasi über Lohnverhandlungen all diese Probleme, die jetzt bestehen, allein gelöst werden können. Weil die sind ja nicht nur Probleme, die es gibt bei den Löhnen, um Gottes Willen. Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und all die Folgen der Corona-Pandemie. Das ist jetzt der Augenblick, in dem auch gerade die politisch großen Maßnahmen gesetzt werden sollen. Und das ist ja auf europäischer Ebene passiert, dass die Wirtschaft wieder so gebrummt hat, nach und mit Corona. Das ist ja dem Umstand geschuldet, dass 750 Milliarden Euro in die Hand genommen worden sind, genau um die Wirtschaft wieder stark resilient und so weit zu bringen, dass sie wieder brummen kann. Das heißt, diese großen politischen Mittel, die wirken. Und daher ist es jetzt natürlich auch vor dem Hintergrund nicht nur höchst an der Zeit, sondern das Gebot der Stunde, genau wenn es um die Energiefragen geht, gerade dieses europäisch Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, Österreich allein wird ein Problem nicht lösen können, also genauso wenig wie es jetzt Bulgarien oder Polen nicht lösen kann, wenn auf einmal Russland sagt, so jetzt soll kein Gas mehr zur Verfügung gestellt werden. Dann ist es natürlich notwendig, dass es diese gesamteuropäische Lösung gibt. Und daher, gerade dort, wo wir jetzt sind, ist es notwendig, die Sozialpartner bei den Löhnen ihren Job machen lassen, aber natürlich diese ganzen großen europäischen Probleme, und das sind ja Probleme, die wir überall in Österreich, in Bulgarien, in Italien, in Frankreich und so weiter haben, auch durch gemeinsame Lösungen quasi zu verhandeln. Und genau das passiert, nicht? Deshalb konnten wir ja bis jetzt auch Putin etwas entgegensetzen. Herr Gleisner, sehen Sie das ähnlich? Quasi, dass sie sich natürlich aus den Lohnverhandlungen direkt heraushalten muss, ist geschriebenes und ungeschriebenes Gesetz in Österreich. Aber es besteht ja durchaus die Sorge, dass eben aufgrund der hohen Inflationsrate KV-Abschlüsse zustande kommen, die vielleicht mittel-langfristig für die Unternehmen schwierig sind zu erwirtschaften. Teilen Sie? Also die Gewerkschaft hat diese Sorge offensichtlich nicht. Wie ist Ihr Blick? Also so stürmisch die Zeiten sind, es gibt dann immer schon einen festen Anker. Und das sind schon die Sozialpartner. Also auch ganz unabhängig von politischen und sonstigen Verhältnissen gab es immer Lohnabschlüsse und die wird es auch heuer geben. Ja, egal, ob die Konjunktur gut oder schlecht ist. Lohnabschlüsse, die einerseits auf die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe achten, andererseits auch auf die Kaufkraft der Mitarbeiter. Aber in der jetzigen Situation haben wir natürlich akute Herausforderungen. Ja. Und eine akute Herausforderung ist nun mal diese überraschend hohe Inflation, dieser Energiekostenschub. Und da treten wir auch gemeinsam als Sozialpartner ein für eine breitflächige Entlastung. Einerseits der Unternehmen, aber auch der Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, Pendlerpauschale, Kilometergeld, Mineralölsteuer, um hier Flankenschutz zu bekommen, damit wir auch in Lohnabschlüssen, die orientieren sich ja traditionell auch an der Inflationsrate, allerdings am Schnitt der letzten 12 Monatswerte, damit auch die Lohnabschlüsse heuer wieder über die Bühne gehen. Also wir haben akute Herausforderungen. Ja, Covid ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Das ist auch noch ein Unsicherheitsfaktor, der über uns schwebt. Wir wissen ja nicht, was im Herbst auf uns zukommt. Und dann haben wir Trends, die darunter liegen, an denen wir auch arbeiten müssen. Ja, Digitalisierung, demografischer Wandel, aber ich nehme an, dazu kommen wir noch. Mario Derntl, zum nächsten Thema. Sie sind CEO von Zukunftslehre Österreich und nach den Ergebnissen einer Metastudie aus dem Jahr 2021 ist die Generation Z, also die 20- bis 25-Jährigen, die sicherheitsbewussteste, die erfolgsorientierteste, die wissbegierigste, digital affinste, autonomste erzogene Kohorte am Arbeitsmarkt, aber auch die sensibelste, die ängstlichste und im psychisch schlechtesten gesundheitlichen Zustand. Können Sie sich mit dieser Definition irgendwie, finden Sie sich darin wieder? Können Sie das bestätigen oder haben Sie einen ganz anderen Blick auf diese Generation der 20- bis 25-Jährigen? Und dann, was bedeutet das für deren Chancen am Arbeitsmarkt? Vorweg vielen Dank für die Einladung, freue mich dabei sein zu dürfen. Ja, da sind jetzt viele Adjektive gefallen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, eine ganze Generation hier irgendwo so einfach zuzuschreiben. Aber einige Stichwörter will ich ja schon aufgreifen. Das Thema Sicherheit zum Beispiel, gerade im Lehrstellenmarkt und Lehrlinge machen in Österreich doch 40% der 15-Jährigen aus, also fast die Hälfte. Da haben wir sehr stark das Sicherheitsbedürfnis, das Sie ganz zu Beginn angesprochen haben, erkannt. Betriebe, die
ein subjektiv oder möglicherweise auch objektives Sicherheitsbewusstsein kommunizieren konnten, quasi speziell an die Eltern, dein Kind hat einen sicheren Job und du selbst hast eine sichere Ausbildung bei mir, die haben sich zum Beispiel im Lehrlingsrecruiting deutlich leichter getan als Betriebe, die zum Beispiel, als ich sage, Automobilzulieferer, die in einem sehr volatilen Umfeld tätig waren. Also Sicherheit ist absolut ein Thema. Und das uns sehr stark auffällt bei dieser Generation Z, wie auch immer man sie dann genau definiert und zuschreibt, das ist ein extrem hohes Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Gestaltung, nach auch sich selbst irgendwo zu präsentieren, zu zeigen und auch quasi das, für das man steht, auch irgendwo bereit zu stehen. Das bedeutet, dass wir haben viele Unternehmen, die erkannt haben, wir müssen junge Menschen befähigen, wir müssen ihnen auch irgendwie die Möglichkeit geben, auch als Lehrling, als junge Menschen ihre Talente zu entfalten und all jene, die hier vielleicht ein bisschen von Law-and-Order-Prinzipien in der Zusammenarbeit mit Lehrlingen, mit jungen Menschen eher in Richtung Befähigung sich gewandelt haben, die, glaube ich, haben jetzt auch proportional höhere Erfolge am Arbeitsmarkt, weil natürlich junge Menschen und auch Eltern das natürlich für das attraktiv ist, wenn ich auch quasi mich ein bisschen entfalten kann und nicht in starren Linien quasi meine 3,5-4 Jahre Ausbildung durchleben muss. Johannes Kopf, was ich vorher aufgezählt habe an Adjektiven, spiegelt sich das bei Ihnen, schlagt es bei Ihnen auf, bei der Vermittlung von jungen Jobsuchenden? Ja. Haben die andere Ansprüche? Brauchen die eine andere Betreuung? Oder sind sie so nachgefragt, dass sie... Also, zuerst muss man mal unterscheiden zwischen jenen, die qualifiziert sind und die nicht qualifiziert sind. Diese, ich sage jetzt, Veränderung des Marktes im Sinne von Richtung Arbeitnehmermarkt, die, ich sage jetzt, auch in den Augen der Boomer-Generation unverschämt auftreten können, sozusagen beim Bewerbungsgespräch und nach der Vereinbarkeit und dem Papa-Monat und der Weltreise in 2 Jahren fragen können und dem Wunsch nach Teilzeit. Und zuletzt hat sich einer bei mir beschwert, weil er im Bewerbungsgespräch gefragt worden ist, ob man in der ersten Woche telearbeiten kann, sozusagen. Diese unter Anführungszeichen Unverschämtheit noch einmal in den Augen der Boomer, die damit nicht zurechtkommen halt. Definieren Sie noch ganz kurz, wie alt sind die Boomer? In diesem Fall, ja, gehöre ja selber schon dazu. Ja. Aber in meinem Beispiel sind es, würde ich sagen, gestandene österreichische Unternehmer jenseits der 50, da gehöre ich gerade noch nicht dazu, und Unternehmer bin ich auch nicht, aber die sozusagen oft sprachlos auf sozusagen die Ansprüche der jetzigen Bewerberinnen und Bewerber reagieren. Und das gilt aber für die, ich würde sagen, die qualifiziert sind. Wie groß ist der Anteil der Unqualifizierten? Von mir sind noch fast 50% meiner Arbeitssuchenden hat nur die Pflichtschule besucht. Mhm. Und die können nicht so auftreten. Gar nicht. Und es ist auch ein Phänomen der Jungen. Es paart sich jetzt die demografische Entwicklung mit einem noch immer sehr starken Wirtschaftswachstum. Jetzt noch alles droht noch was wegen Ukraine-Krieg und vielleicht auch wegen Corona noch einmal und so weiter, aber bisher einem sehr starken Wirtschaftswachstum und auch einer Gleichzeitigkeit, die wir nach der Pandemie gesehen haben, dass alle gleichzeitig suchen und gleichzeitig investieren und gleichzeitig wieder raus wollen sozusagen und auch einen Nachholeffekt aus der Pandemie. Und dieser Unterschied sozusagen, der ist augenscheinlich. Noch einmal, schlecht Qualifizierte, für die ist der Markt nicht schön. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 26% von Menschen, die nur die Pflichtschule besucht haben. Und in Wien liegen wir über 30%, also 3 von 10, die können nicht frech auftreten. Nein, davon ist keine Rede. Aber gut qualifizierte Junge, vielleicht auch noch aus technischen Berufen oder mit einem Studium als Hintergrund, die können heute anders auftreten, das stimmt. Und das sind, das muss ich offen sagen, und ich bin da, glaube ich, unverdächtig, ich komme aus der industriellen Vereinigung, die sind, da ist die Wirtschaft auch verwöhnt worden über die letzten 10, 20 Jahre. Wir haben einen jedenfalls über die letzten 10 Jahre einen schier unerschöpflichen Zuzug gehabt aus der EU. Wir haben ein ständig wachsendes Arbeitskräfteangebot gehabt. Und da war es auch nicht notwendig, in diesem Markt sich wahnsinnig zu bemühen, sozusagen, weil es eh ausreichend Bewerberinnen und Bewerber gibt. Und jetzt dreht das. Und darauf ist man, vor allem in jenen Branchen, die
ungünstigere Arbeitsbedingungen bieten, weil halt Wochenendarbeit, Ferienarbeit, zum Beispiel der Tourismus oder so, darauf ist man da und dort nicht vorbereitet. Und deswegen auch diese Wehklagen, das Arbeitskräfteangebot ist im letzten Jahr nicht wie in den Jahren davor jedes Jahr um 40.000, 50.000 gestiegen, sondern um 10.000. Da sind wir eh noch verwöhnt in der EU. Es gibt genügend Länder, da geht das Arbeitskräfteangebot zurück. Die haben dann noch mehr Probleme sozusagen. Und dieser Unterschied ist da. Und wir sehen es natürlich auch bei Arbeitssuchenden, natürlich, ja, wählerischer sind, teilweise wählerischer, als es das Gesetz erlaubt. Und da kommt es eben zu so Rückmeldungen von Betrieben, die wollen alle nicht arbeiten. Meine Frage ist immer, wie kommen Sie auf die Idee, dass jemand nicht arbeiten will, nur weil er ihren Job nicht will? Das ist ja was völlig anderes, ob ich einen konkreten Job nicht will oder ob ich generell nicht arbeiten will. Aber davor stehen wir und ich denke mir, das ist ein Markt und jetzt verschiebt sich halt das Gleichgewicht aufgrund der aktuellen Situation Richtung Arbeitnehmermarkt. Und viele, würde ich sagen, die innovativen Unternehmen, die erfolgreichen Unternehmen haben das verstanden, die reagieren. Wir als AMS haben das auch verstanden. Wir haben unsere gesamte Betriebsbetreuung umgemodelt in Richtung Betriebsberatung zur Frage, wie funktionieren Onboarding-Prozesse, wie macht man ein vernünftiges Inserat, was macht, schreibt man da rein, wie funktioniert sozusagen Weiterentwicklung, Personalentwicklung, wie kommuniziere ich Werte, wie Mario Derntl gesagt hat, Werte, die den Jungen wichtig sind, wie kommuniziere ich die Werte meines Unternehmens an Bewerberinnen und Bewerber und so weiter. Da ändert sich der Markt und da muss man anpassen. Es war lange Zeit anders, jetzt ist es so, es ist aus meiner Sicht zwar Herausforderung, aber nicht unlösbar. Also darf ich kurz dazu was einwenden? Ich meine, alles, was Johannes Kopf gesagt hat, stimmt und kann man unterschreiben. Und ich meine, die Unternehmen sind natürlich gewohnt, mit Marktmechanismen umzugehen. Und hier hat sich nun mal der Markt geändert. Der Punkt ist aber schon, und das ist auch eine weit verbreitete Gefühlslage der Unternehmen, die ich einfach widerspiegeln muss, dass auch in den Bereichen, wo ich noch viel Arbeitslose habe, derzeit Unternehmen kaum Menschen finden, die bereit sind, arbeiten zu gehen. Ich habe neulich mit einem Friseurunternehmer geredet, der hat gesagt, Jans, in Wien gibt 600 arbeitslose Friseure, ich zahle deutlich über Kollektivvertrag. Wenn ich 120 mit Hilfe des AMS Wien einlade, dann kommen vielleicht 25. Alle anderen kommen einmal schon gar nicht, viele melden sich davon krank. Von den 25 erfüllt die Hälfte die Mindestqualifikation nicht, ich weiß nicht, spricht nicht Deutsch oder hat ewig lang nicht mehr Haare geschnitten. Und der Rest will nur Montag bis Freitagvormittag arbeiten. Im Ergebnis kann ich nicht eine einzige Person einstellen, obwohl es 600 Arbeitslose in Wien gibt. Und es ist ein Unternehmer, der qualitativ gute Jobs bietet, also zumindest deutlich überzahlt. Ja, freilich, jetzt kann man sagen, Friseurbereich ist kein Hochlohnbereich. Hier stehe ich auch in einem gewissen, ich sage jetzt einmal, Konkurrenzverhältnis zu Sozialtransfers, die ja zum Teil höher sind als Löhne. Und hier tue ich mich als Unternehmer halt ganz, ganz schwer, Menschen zu finden, selbst dort, wo es an und für sich ein Angebot an Arbeitslosen gäbe. Das ist ja quasi eine Einladung an die Frau Regner, darauf zu antworten. Naja, ich stelle mir jetzt gerade, ich gehe schon einen Schritt weiter, ich sage, wie bewerten wir Arbeit? Wir diskutieren im Europäischen Parlament darüber, dass es Arbeit gibt, die höher bewertet wird und welche, die niedriger bewertet wird. Und was ist eigentlich bewerten? Bewerten ist natürlich Geld. Sie haben auch gesagt, auch sehr viel Anerkennung, individuell sich gestalten, also sich entfalten können. Und ich gehe jetzt dabei davon aus, dass wir sehr, sehr viele Jobs haben, die schon allein so organisiert sind, dass arbeitende Menschen sich darin schlecht bewertet fühlen. Was bedeutet das? Also ich habe jetzt keine konkrete Antwort auf den Friseur oder auf die Friseurin, die nur von Montag bis Freitag von 9 bis 12 arbeiten möchte. Aber ich möchte es gleich nehmen und da ein bisschen weiter spintisieren. Vielleicht ist das eine Mutter, die keinen Kindergartenplatz hat, der auch um die Mittagszeit geöffnet ist. Nein, in Wien ist es nicht der Fall. Nein, da gebe ich Ihnen Wien schon recht. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich kann Ihnen jetzt nicht eine Antwort auf dieses konkrete Problem. Wir nähern uns konzentrisch dem konkreten Fall an. Also sozusagen, ich bin keine Unternehmerin. Ich bin eine, die versucht, Lösungen zu finden, immer wieder auf europäischer Ebene. Und da sehen wir, sehr viele arbeitende Menschen sehen ein großes Problem, indem ihre Arbeit bewertet wird, weil die Form der Arbeit unter Umständen ist, also das trifft auch auf die Friseurin jetzt oder auf den Friseur nicht zu, weil es Plattformarbeit ist, weil es Arbeitszeiten sind, die einem nicht behagen, weil die Bezahlung nicht stimmt, weil es ein Job ist beispielsweise, der nur in Teilzeit angeboten wird, von Montag bis Freitag oder sogar manchmal inklusive Samstag und nur bei bestimmten Stunden. Das heißt,
Es gibt nicht nur dieses Angebot, von dem Sie jetzt sprechen, das wirklich ein zu lösendes Problem für mich sein sollte, weil natürlich auch die Kundinnen und Kunden können nicht nur vom Montag von 9 bis 12 zum Friseur gehen, das verstehe ich schon, aber es gibt sehr, sehr viele andere Jobs, in denen all diese Bedingungen nicht erfüllt sind, in denen die Arbeitsform sehr schwierig ist, in denen Bezahlung schwierig ist, in denen auch die Organisation der Arbeit oft so ist, dass sie nicht besonders zufriedenstellend ist, weil es gibt sehr viele Jobs, die sind so zerstückelt in ihrer Arbeitsorganisation, dass sie als Bullshit-Jobs empfunden werden, also dass nicht die persönliche Entfaltung und all das, was gerade jüngeren Menschen, aber natürlich nicht nur jüngeren Menschen, allen Menschen letztlich wichtig ist, nämlich dass Arbeit nicht nur etwas ist, damit ich am Ende des Monats meine Miete zahlen kann, was man schon möchte, das ist schon ein Ziel, aber dass auch sinnstiftend ist. Und das sind schon verschiedene Elemente, in denen gerade jüngere Menschen, aber nicht nur, eben eine gewisse Unzufriedenheit sehen, weil sie sehen mit der Organisation meines Lebens, als vielleicht Mutter, die die Kinder dann am Nachmittag nur irgendwie betreuen muss, was das Verdienst betrifft, was die Job Description als solche betrifft, geht sich das irgendwie nicht so aus, wie man sich ein Leben vorstellt. Aber trotzdem, der konkrete Fall ist ja mit diesem abstrakten Zugang nicht ganz zu lösen gewesen. Ganz kurz. Ich möchte gerne auf den konkreten Fall bitte gern mir schicken. Ich hoffe, die Unternehmerin hat uns das alles rückgemeldet und wir werden uns jeden Einzelnen anschauen. Er hat das AMS Wien sehr gelobt. Ja, aber ich hoffe, wir haben auch die Rückmeldung über die, die nicht wollten und so weiter, weil das Gesetz definiert ja, was zumutbar ist. Und das Gesetz sagt aber nicht, du musst diesen Job annehmen. Das ist ein völliges Missverständnis. Niemand muss einen Job annehmen. Das Gesetz sagt, unter welchen Bedingungen man weiter Arbeitslosengeld beziehen kann. Das ist etwas anderes. Das ist zwar faktisch bei vielen Personen dann ein Zwang, aber es ändert sozusagen trotzdem die Dinge. Wir haben keine Zwangsarbeit. Und was auch bleibt, ist, dass wir weltweit in den nächsten 10, 20 Jahren im Dienstleistungsbereich nicht mehr jenes Überangebot an Arbeitskräften sehen werden, auch im Tourismus. Und das hat was auch mit der Attraktivität der Arbeitsplätze zu tun. Das hat auch mit Wohlstand zu tun, mit Lebensstandards erreicht oder mit Wertverschiebungen. Und da wird nicht nur die Wirtschaft sich umstellen müssen, sondern auch der Gast oder der Konsument. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich ein Kind war, hat man auf einer Skihütte zu Mittag entweder essen können um 11:30 oder um 13:30. Weil dazwischen war es voll. Oder man hat eine halbe Stunde gewartet. Jetzt haben wir überall 5-mal so große Terrassen und jetzt kannst du zu jeder Uhrzeit, das ist toll als Gast und so weiter. Nur jetzt haben diese Hotels nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte, weil die Terrasse ist ja nur voll in den Semesterferien oder in den Weihnachtsferien. Ja, und da wird es auch da und dort wieder Umstellungen geben. Entweder es wird das beim Skifahren das Schnitzel doppelt so teuer sein und dann auch andere Löhne gezahlt werden, wenn es so kurzfristige Dienstverhältnisse sind. Oder es wird, keine Ahnung, wieder erst um 13:30 das Essen geben, ohne warten. Diese Dinge werden sich verändern, weil der Markt sich auch verändert. Und das, ja, das aus meiner Sicht ist das eine logische Folge einer sich verändernden auch Vorliebe von Menschen. Der Friseur will ja noch dazu nicht jemanden, der gezwungen ist, dort zu arbeiten, sondern jemand, der dort arbeiten will. Dass man trotzdem sich anschauen muss, wie weit das Sozialsystem so ein Verhalten begünstigt oder ob Leute nicht unnötig lang in Arbeitslosigkeit bleiben. Das ist ja auch für sie nicht gut in Wirklichkeit. Auch wenn es scheinbar angenehm ist, ist es nicht. Ist unbenommen, ja. Aber es scheint mir ein Fall zu sein, wo entweder der Preis oder die Lohnkosten voll auf den Endkonsumenten quasi durchschlagen, also höhere Preise, oder es in die Informalität abgleitet, dass man sich halt vielleicht in anderen Rahmenbedingungen als offiziell die Haare schneiden lässt. Aber bei Männern ist ja das einfacher. Gerade in Wien-Konstellationen natürlich, wo ich halt relativ viel Sozialtransfers verliere, mit ins Beihilfe so weiter, wenn ich bestimmte Einkommensschwellen überschreite. Ich habe sehr häufig auch die Kombination aus geringfügiger Tätigkeit und Arbeitslosengeldbezug oder Notstandshilfebezug, wo, wenn ich jetzt mehr arbeite, was ja günstig wäre als geringfügig, ich plötzlich das ganze Arbeitslosengeld verliere, was sich nicht mehr lohnt. Wir kommen noch quasi zur Reform Arbeitslosengeld. Ich würde ganz kurz die USA wieder hereinholen. Herr Jobst, Sie sind in den USA unternehmerisch tätig für Ihre Firma. Europäische Arbeitsmärkte unterscheiden sich doch deutlich vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Wenn Sie die beiden Regionen vergleichen, was wünschen Sie sich denn quasi, wenn Sie das Beispiel Österreich kennen, dass das auch in den USA der Fall wäre, beziehungsweise was könnte Österreich, Klammer auf Europa, denn von der Dynamik, von der Unreguliertheit oder von den geringen Regularien des amerikanischen Arbeitsmarktes lernen, gerade in einer solchen Phase der Dynamik und des Übergangs, wo quasi bestehende
Verhältnisse vielleicht man umdenken muss, und zwar alle Seiten? Ich glaube, die Arbeitsmärkte an sich sind meiner Meinung nach gar nicht so unterschiedlich. Wenn gleich doch die Mobilität und damit auch die Flexibilität am amerikanischen Arbeitsmarkt natürlich ganz anders gegeben ist. Jetzt zieht halt mal schnell einer von North Carolina nach Wyoming, Dakota oder Montana. Und ich höre jeden Tag meines Morgens das Mittagsjournal, und da hört man dann schon immer wieder auch vom Herrn Dr. Kopf natürlich, dass diese Mobilität in Österreich, generell in Europa, vielleicht nicht so gegeben ist. Das ist Fluch und Segen, ganz ehrlich gesagt. Natürlich, uns trifft es als Segen, wenn Leute nach North Carolina ziehen, in unsere Gegend ziehen, aber es ist auch Fluch gleichzeitig, weil wir eben genauso diese Fälle haben, wo Leute dann gute Mitarbeiter, dann in einen anderen Bundesstaat ziehen, was jetzt hier sofort mal ein paar tausend Kilometer ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, was ich mir grundsätzlich wünschen würde, auch als Unternehmen, ist ein bisschen mehr, ich sage es mal, auch Berechenbarkeit. Das Sozialsystem ist hier natürlich, das wissen wir alle, unterschiedlich. Wir müssen uns hier ja auch privatisiert um die Krankenversicherung kümmern für unsere Mitarbeiter, was erstens auch sehr kostspielig ist, aber auf der anderen Seite wir auch sehr gut vermarkten können. Je bessere Krankenversicherung, desto interessanter sind wir auch als Arbeitgeber. Wie gesagt, im großen Bild, und ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut heute in der Früh noch, glaube ich, sind die Arbeitsmärkte nicht so unterschiedlich. Vielleicht ist hier noch diese Service-Industrie in den USA mehr gegeben, aber auch hier sind, ehrlich gesagt, seit der Trump-Ära kommt die Industrie zurück oder wird versucht, die Industrie zurückzubringen. Allein in North Carolina wurden heuer schon mehrere Milliarden Investments in Industrie bekannt gegeben mit weit mehr als 10.000 neuen Arbeitsplätzen. Das heißt also, dieser gute Mix aus der Serviceindustrie auf der einen Seite, aber auch aus produzierenden Gewerbe, der ist in den USA, wird wieder besser, und das macht natürlich auch es schwieriger für uns aktuell, Mitarbeiter zu finden, macht es aber auch für die Mitarbeiter einfacher, mehr Möglichkeiten zu haben. Und wir sind ein europäisches Unternehmen, und da haben wir immer noch diese, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, altmodische Idee, der Mitarbeiter soll mit dem Gehalt, das er bei uns verdient, leben können. Das ist in den USA schon schwierig, nicht weil wir so wenig zahlen, sondern weil es halt auch sehr teuer ist. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise sagen, was angesprochen wurde, die Kinderbetreuung hier in den USA, auch wenn es kostspielig ist, macht schon einfach auch für die Mitarbeiter flexibler arbeiten und reagieren zu können. Herr Werntl. Ich würde noch gern den Begriff Mobilität, den Sie jetzt angesprochen haben, den würde ich gerne auch noch weiternehmen, weil das auch ein großes Thema bei jungen Menschen, bei Lehrlingen ist. Ich habe selbst einige Zeit in den USA gelebt und war immer fasziniert von dem hohen Maß an Mobilität, das dort auch schon junge Menschen haben. In Österreich kämpfen wir eher mit dem gegenteiligen Problem, dass wir zum Beispiel in Industriebundesländern wie Oberösterreich ein Unmengen an offenen Lehrstellen haben. Quasi junge Menschen können aus einem Riesenpool an Lehrstellen auswählen und gleichzeitig dann zum Beispiel in Wien sehr viele Suchende haben. Aber die Mobilität von Wien nach Oberösterreich zu reisen, um sich in zum Beispiel Linz ausbilden zu lassen, ist quasi nicht vorhanden. Leider nicht einmal in St. Pölten, wo ich sage, dass man eigentlich hier von einem Weg spricht, der ja durchaus zumutbar wäre. Da reicht teilweise nicht einmal ein Angebot mit hochmodernen Ausbildungszentren von Fitnessstudio und Weiterbildungskursen, wo ich drei Sprachen lernen kann. Bis hin gibt es Beispiele von Unternehmen, die sich hier zusammengeschlossen haben und Schwimmbecken integriert haben. Hier kämpfen wir mit den gegenteiligen Problemen, vor allem bei jungen Menschen in Österreich. Zumindest korrigieren Sie mich, Herr Kopf, wenn Sie andere Zahlen, Daten hier haben, aber wir merken sehr stark bei den jungen Menschen, bei den Lehrlingen, sehr wenig Mobilität, was das natürlich besonders herausfordernd macht. Warum hat Europa diese unglaublich geringe Mobilität? Wir haben natürlich die Sprachbarrieren, wir haben kulturelle Barrieren, Essen, Sozialverhalten, Sozialsysteme natürlich. Aber ganz so groß, wenn man das innerösterreichische Beispiel nimmt oder im deutschen Sprachraum, der ist ja auch nicht ganz klein mit rund 100,
100, 110 Millionen Deutschsprechenden. Frau Regner, Sie haben einen europäischen Blick auf diese Sache. Muss es tatsächlich so weit kommen, dass selbst das Unternehmen bei einem funktionierenden quasi Gesundheitsversicherungssystem, quasi eine Privatversicherung, zusätzlich angeboten wird, um das zu erhöhen? Warum fehlt uns diese Mobilität, weil die natürlich auch makroökonomisch so enorm wichtig ist, um quasi Wertschöpfung zu optimieren, dass dort quasi, wo die höchste Wertschöpfung möglich ist, auch der größte gesamtgesellschaftliche Nutzen ist. Das heißt jetzt nicht, dass Verelendung von peripheren Regionen oder sowas, aber makroökonomisch ist Mobilität natürlich ein ungeheuer wichtiger Faktor. Also ich komme jetzt nicht mit Zahlen, Fakten, sondern mit Geschichten, also mit einer, die passiert ist. Und zwar, es gibt ja die Jugendgarantie, die europäische Jugendgarantie, ein sehr gutes Instrument, das also gerade in den Zeiten, in denen es in Spanien, in Griechenland so viele arbeitslose Jugendliche gab und gibt nach wie vor, also das ist ja nach wie vor recht hoch die Rate. Und da haben mich jetzt spanische Jugendliche kontaktiert, die über eine Vermittlerplattform aus Spanien nach Österreich gekommen sind, nach Salzburg, zu einem Arbeitgeber, der sich eben auch an diese Plattform gewandt hatte, damit eben diese spanischen Jugendlichen die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen, eine Lehre. Also an und für sich eine wunderbare Geschichte, nicht? Also das so quasi eben aus einer peripheren Gegend, ich glaube, die kamen sogar von den schönen Kanarischen Inseln, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nach Österreich und waren aber dann irrsinnig enttäuscht. Der Arbeitgeber war in Ordnung, aber die waren untergebracht, also das war in einer relativ kleinen Ortschaft. Die konnten natürlich Spanisch und Englisch, waren auch bereit, Deutsch zu lernen und irgendwie haben sie gemerkt, also da hat es dann einiges an Schindluder gegeben mit dieser Vermittlerplattform, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es war dann ganz einfach für die irrsinnig schwierig, sich als junge Menschen, als diejenige, die eine Lehre absolvieren, irgendwo am Land, in einer Ortschaft zu integrieren. Und die waren total offen, immer lustige, nette Spanier. Aber es ist halt so, und ich glaube, deshalb habe ich jetzt gesagt, mit Zahlen, Daten, Fakten, ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Übersichten daher, sondern mit einer wahren Geschichte, die so war, dass eben ein Jugendlicher über den Tisch gezogen worden ist von der Plattform, wie eben auch in dem Fall der Arbeitgeber. Aber man muss dann eben schauen, sind wir ein bisschen realistisch, wer geht jetzt von einer gut eingebetteten Familie und einem guten Umfeld mit Freunden woanders hin, in ein kleines Dorf, irgendwie für diese Personen halt am Rande der Welt, um eine Ausbildung zu machen. Natürlich, wenn man einen Arbeitsplatz möchte und eine gute Ausbildung, ist man bereit, sehr vieles zu machen. Aber es gibt dann natürlich auch gewisse Limits und ich glaube, in der Hinsicht sollte man auch ein bisschen mit den Beinen in der Realität sein. Klar suchen viele ihre Möglichkeiten, aber dann ist eher der umgekehrte Trend, nämlich dass man vom Land in die Stadt geht, der realistischere. Und deshalb mein Appell, natürlich, Mobilität ist notwendig, Mobilität gibt es auch in Europa, gerade was Studierende betrifft, ist die absolut gegeben, aber da auch immer das ganze Bild im Auge zu behalten, Work-Life-Balance, also sozusagen, was lerne ich, was mache ich für meine Zukunft, wie kann ich meine persönlichen Chancen sehen und wenn jemand das empfindet, dass das eigentlich eine Sackgasse ist, dass nicht das ganze Package stimmt, einmal nachdenken und überlegen, ob man das nicht irgendwie auch anders lösen könnte. Also rein statistisch sind die Österreicher nicht so mobil. 2,3% der EU-Bevölkerung haben im Jahr 2003 nicht im selben EU-Land gelebt, also im Ausland gelebt. Jetzt sind wir bei 5%, das ist immerhin gestiegen, vor allem dank der Osteuropäer. Österreicher sind weit unterm Schnitt. Ja. Und innerhalb von Österreich ist die Mobilität auch nicht so ausgeprägt. Und am Ende der Welt ist man, glaube ich, nirgendwo in Österreich. Das ist man vielleicht in Alaska oder in Wyoming. Aber in Österreich ist man nicht am Ende der Welt. Ich habe jetzt nur gemeint, von Spanien nach Österreich. Ja, ja. Also ich glaube, wir sind da schon recht verwöhnt als Österreicher. Gut so. Der Journalismus ist ja groß und nicht nur der Journalismus, auch das hat das, glaube ich, mit der Politik gemeinsam und das befeuert sich gegenseitig quasi große Versprechungen, was die Zukunft angeht, auch schon die nähere Zukunft. Ja. Wir haben den Mega- und Meta-Trend seit ungefähr 20 Jahren der Digitalisierung, die alles über den Haufen werfen wird. Wir haben jetzt die Ökologisierung, die nicht nur das Klima retten wird, sondern auch den Arbeitsmarkt, das Zusammenleben, die Mobilität verändern wird und. Und wir erleben quasi diese großen Ankündigungen, seit einigen Jahrzehnten mittlerweile. Die konkreten Veränderungen scheinen mir aber viel konzentrierter, viel punktgenauer zu sein und nicht so die gesamte Gesellschaft verwandeln. Herr Kopf, wie ist Ihr Blick quasi? Wie sehr wird das Versprechen einer Digitalisierung, einer
umfassenden Digitalisierung den Arbeitsmarkt, wie weit sind wir da überhaupt? Ja? Und haben wir überhaupt die Voraussetzungen in Sachen Ausbildung, in Sachen Infrastruktur, diese Versprechen und dieses Potenzial, das ist ja nicht nur ein Versprechen, es ist ein Potenzial, weil es gibt sehr wohl Regionen in der Welt, die das besser abrufen wie Europa. Quasi, woran scheitern diese großen Ankündigungen und Versprechungen? Also bezogen auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitswelt. Ich möchte ein bisschen differenzieren. Zum einen ist es so aus meiner Sicht, dass wahnsinnig viel Veränderung passiert, dass wir sie aber nicht wahrnehmen, weil sie Tag zu Tag sozusagen in Schritten, so wie man ein eigenes Kind nicht wachsen sieht sozusagen. Da hat sich viel getan. Vor allem natürlich auch durch die Pandemie hat sich wahnsinnig viel getan im Bereich der Digitalisierung. Natürlich ist eine Prognose in einer schönen Hochglanz illustrierten über die völlig veränderte Arbeitswelt, wie es gekommen ist. Ich erinnere mich, Ende der 80er Jahre hat geheißen, es wird 50% aller Arbeitskräfte werden Teleworking machen. Dann waren es irgendwie 4%, dann waren es 2%, so irgendwie, dann kam die Pandemie, dann hat es einmal gestimmt, sozusagen, kurz. Da waren es 40%, die Telearbeit geleistet haben. Aber eine besondere Situation. Und das ist die erste Geschichte. Also die Dinge verändern sich und sie, aus meiner Sicht nehmen wir die Veränderung gar nicht so wahr. Trotzdem sind Dinge, es war kurios, aber ich habe vor kurzem einen Podcast aufgenommen, der war im Auftrag der Europäischen Kommission, also Brüssel. Das Tonstudio war in Berlin, das das Ganze aufgenommen hat. Ich saß in Wien und der Moderator war im Homeoffice in London. Hat funktioniert? Es hat wunderbar funktioniert und das war technisch ist es schon länger möglich, es wäre noch nicht üblich gewesen, würde ich sagen. Da haben sich die Dinge verändert. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, die Geschwindigkeit der Veränderung ist natürlich auch bedingt durch die Veränderung letztlich in der Bevölkerung, in der Frage der qualifizierten Arbeitskräfte. Das heißt, die Digitalisierung geht nicht schneller, wenn nicht genügend Arbeitskräfte da sind. Und auch die Ökologisierung geht nicht schneller, wenn nicht genügend Leute da sind, die Solaranlagen montieren, die Ölheizungen austauschen und so weiter. Das heißt, die Geschwindigkeit ist letztlich automatisch sozusagen auch angepasst an die Verfügbarkeit von Qualifizierung von qualifizierten Arbeitskräften. Jetzt kann man sagen, das ist ein Problem und das ist auch ein Problem, wenn sich woanders auf der Welt die Dinge schneller bewegen. Weil dann wirst du überholt und dann bleibt über, Europa ist das Venedig der Welt, wo es sozusagen hübsch ist, Urlaub zu machen und die Kultur zu besuchen, aber sonst halt nichts mehr ist sozusagen. Erstens einmal aus meiner Sicht, es tut sich was. Zweitens einmal, es kann nicht disruptiv alles umfallen, weil die Verfügbarkeit gar nicht da ist von ausreichend qualifizierten Arbeitskräften. Dass du aber mit der richtigen Politik das förderst und das unterstützt, ist notwendig. Und da sind auch große Programme notwendig. Sonst wird zum Beispiel die Ökologisierung nicht funktionieren. Und da sage ich Ihnen offen, meiner Wahrnehmung nach ist die Ökologisierung ungleich größere Herausforderung am Arbeitsmarkt als die Digitalisierung. Die Digitalisierung, da sind auch sind auch Fehler passiert, da waren falsche Einschätzungen. Ich sage ein schönes Beispiel zum Beispiel. Wir haben immer geglaubt, die Jungen sind alle die Digital Natives, um die müssen wir uns nicht kümmern bei dem Thema. Jetzt klagen ununterbrochen Unternehmen bei uns, dass die Jungen die Dinge auch nicht können, die sie brauchen. Ich habe es bei meinem großen Sohn ganz deutlich gesehen, wenn unser Laserdrucker man einen neuen installieren muss, weil der alte kaputt war, kann er es nicht und ich schon. Irgendwie, obwohl er dauernd mit den Dingen nochmal dumm tut. Aber halt als Konsument, als User sozusagen und nicht. Also dass diese Themen, Veränderungen im Bildungssystem zur Vorbereitung der Digitalisierung, Coding, logisches Denken und so weiter. Also Hausaufgaben sind genug da, die Arbeitsmärkte verändern sich, aber trotzdem ist es nicht so disruptiv, dass wir alle irgendwie morgen diese Jobs nicht mehr machen können, weil jetzt ist alles digital und keiner kann sie bedienen. Das glaube ich nicht. Da wird ein bisschen auch, würde ich sagen, gehypt, bewusst und spannend das Thema zu machen. Ja. Das glaube ich auch, dass die Medien ein bisschen eine Hysterie hineinbringen. Es ist natürlich spannender zu kommunizieren, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, als Stabilität zu kommunizieren. Ich kenne den einen oder anderen Wirtschaftskammerpräsidenten, der das auch gerne macht. Du musst ja auch mahnen, damit sich ein bisschen was ändert. Ist ja richtig, dass man man darf die Entwicklung nicht verschlafen, aber man darf natürlich auch, man muss die Kirche im Dorf lassen. Die Menschen sind auch Gewohnheitstiere, verändern sich nicht über Nacht. Wir haben vorher gerade davon geredet, vor 20 Jahren hat man gesagt, es wird bald keine Kassiere mehr geben, nur noch Selbstscanning-Kassen. Die haben sich immer noch nicht durchgesetzt. Und jetzt noch eine Frage vielleicht in die Runde, weil alle sagen, es wird immer alles schnelllebiger. Es dauert heutzutage ein durchschnittliches Dienstverhältnis genau 10 Jahre. Jetzt habe ich mir heute vor einer Stunde angeschaut, wie lang hat ein durchschnittliches Dienstverhältnis
vor 16 Jahren, nämlich im Jahr 2004, gedauert. Auch genau 10 Jahre. Es hat sich überhaupt nicht verändert. Die durchschnittliche Dauer eines Dienstverhältnisses. Also da sieht man, manche Dinge bleiben einfach so, aber es ist langweilig, das zu kommunizieren. Also schreibt jeder vom anderen ab und sagt, es ändert sich alles über Nacht, es wird immer alles schnelllebiger und die Leute kriegen richtig Angst. Schauen, dass nicht zu einer Mediendiskussion wird, ja? Ja. Naja, ein Vorteil dabei, man hat auch vor 20 Jahren gesagt, es wird vielleicht nicht ewig papierene Zeitungen geben. Gott sei Dank gibt es sie noch. Da sprechen Sie mir aus dem Herzen, weil mir kommt manchmal vor, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Generationenfrage, nicht? Weil oftmals junge Leute kommen und sagen, ihr habt es ja wesentlich einfacher gehabt. Und das ist ja gar nicht so. Also ich kann mich ja genauso erinnern, dass so allein schon die Schwierigkeit, in den Job einzusteigen, einen zu finden, das war also, glaube ich, vor 10, 20, 30 Jahren auch nicht so leicht. Also ich glaube, da muss man schon das Ganze relativ sehen. Also insofern danke für die Richtigstellung. Aber ich möchte schon noch ergänzen, vielleicht hat sich nicht so viel geändert bei der Dauer eines Dienstverhältnisses, aber bei den Typen von Dienstverhältnissen hat sich schon wahnsinnig viel geändert. Also das unbefristete Dienstverhältnis, das ist jetzt nicht mehr so gang und gäbe. In der gibt es natürlich genauso, aber es gibt genauso die ganze breite Palette von Praktika über befristete Arbeitsverhältnisse, über Plattformarbeit. Also da hat sich schon auch unglaublich viel getan und das ist natürlich insbesondere auch eine Challenge für insbesondere jüngere Menschen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen und die halt sehen, dass das halt alles sehr, sehr stufenweise passiert. Stimmt alles, ich will trotzdem kein Spielverderber sein, wenn man sich die Statistiken anschaut, was ich sehr gerne tue, bleibt überall dominant das Vollzeitverhältnis. Und die Befristeten, auch die Freelancer, nehmen nicht nur in Österreich eher ab, sondern tendenziell sogar EU-weit ab. Ja, wir haben einen Trend in Richtung mehr Teilzeit, das stimmt, aber der ist, und da muss man auch dem guten Arbeitsmarkt das zugute halten, in Österreich sind 90% der Teilzeitbeschäftigten wirklich freiwillig und bewusst Teilzeitbeschäftigt. Nein, da bin ich nicht bei Ihnen. Doch, es gibt EU-Statistiken, wonach es große Unterschiede hier gibt zwischen den Ländern. In Griechenland und in Spanien ist ein Großteil der Teilzeit nicht freiwillig, weil es Wahrheit versteckte Vollzeitarbeitslose sind. Aber in Österreich ist ein Großteil, 90% der Teilzeit, zumindest nach den EU-Umfragen, freiwillig. Natürlich vielleicht auch bedingt durch Das sind Frauen, die sich nicht anders halt irgendwie... Ja. Aber es ist nicht so, dass die keinen Vollzeitjob finden würden. Sie haben ein Problem vielleicht mit der Kinderbetreuung. Da gebe ich Ihnen schon recht. Im Doppelbeispiel mit Rainer Newald jetzt einige Fragen aus dem Publikum. Ja, wir haben einige Fragen seitens der Zuseherinnen und Zuseher der Wiener Zeitung. Die erste dreht sich um den Ukraine-Krieg. Inwieweit hat sich der Ukraine-Krieg und die daraus folgende Migrationsbewegung langfristig auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt oder wird sich langfristig auf den Arbeitsmarkt auswirken? Und wie ist das im EU-Vergleich zu sehen? Ich glaube, Johannes Kopf, schnelle, bündige Antwort. Wenn er es wüsste, wäre er der Held. Wenn jemand weiß, wie der Ukraine-Krieg weitergeht und die Geschichte, dann kann ich die Frage beantworten. Wir haben keine Ahnung. In diesen Tagen haben sich bei uns 3.500 Menschen arbeitssuchend gemeldet. Wir haben für 1.700 Menschen Arbeitsbewilligungen, Anträge bekommen und für 1.400 irgendetwas auch ausgegeben bereits. Es geht jeden Tag, sind da 100 mehr sozusagen. An sich müssten noch mehr Menschen zu uns kommen, weil in Österreich sind schon mehr Menschen, aber viele dieser Menschen müssen A, noch ihre Kinderbetreuung organisieren, ihre Unterbringung und so weiter und B, ich habe einen Cousin, der gerade für die Schweiz humanitäre Unterstützung in der Ukraine aufbaut und gerade vor Ort ist und der sagt, da kommen jeden Tag in die Westukraine Leute zurück. Die sagen, jetzt wird im Osten gekämpft, das ist ein großes Land, ich fahre jetzt mal wieder in die Westukraine. Das heißt, die Unsicherheit ist so hoch, wie sich Arbeitsmärkte dadurch langfristig verändern. Ich traue mir es gar nicht sagen. Aber Statistik Austausch hat heute gesagt, wir haben heute 40.000 Ukrainer mehr als vor einem Jahr. Und das ist der Grund, warum wir jetzt mehr als 9 Millionen sind in Österreich. Ja. Aber die Frage war langfristig und langfristig wird. EU-Vergleich vielleicht. Naja, es gibt natürlich auch Länder in der Europäischen Union, die traditionellerweise schon größere ukrainische Communities hatten und dementsprechend kommen dort natürlich auch mehr Leute hin. Also gerade in Spanien beispielsweise sind es relativ viele. Aber was den Arbeitsmarkt betrifft, kann man wirklich nichts sagen. Wir hoffen ja alle, dass das hoffentlich nicht so lang sein wird. Also ich will da jetzt keine Kriegsprognosen abgeben. Was aber besonders wichtig ist für den Arbeitsmarkt und darüber diskutieren wir sehr wohl schon, das ist,
Acht geben darauf, dass all diese Menschen, die jetzt kommen, relativ schnell, relativ unbürokratisch auch tatsächlich arbeiten können. Nicht? Also dass wir in der Hinsicht wirklich recht offen sind, überall in Europa. Und da kann ich auch wirklich sagen, das ist der Fall. Und das Zweite, dass es aber trotzdem achtsam zu sein gilt, denn wir haben schon jetzt Fälle, in denen Menschen, die halt gestresst sind im Krieg, auch ausgenutzt werden. Also wo es heißt, ihr arbeitet als Pflegerin, zwei Frauen für einen Job oder Fälle, in denen schon beispielsweise, das ist nicht in Österreich, ja, also ausdrücklich nicht in Österreich, Busse an Arbeitsplätze, also große Firmen gekarrt werden und Menschen dann gesagt wird, arbeitet da eine Woche, dann habt ihr gleich von Anfang an ein Taschengeld und das sehen sie da nicht. Also es wird derzeit sehr wohl auch schon diese Stresssituation ausgenutzt. Vielleicht nur einen Satz noch zu Europa, weil ich heute die Tagesordnung noch einmal durchgegangen bin. Wir haben in 14 Tagen im Netzwerk der europäischen Arbeitsmarktverwaltungen ein Treffen zur Frage, wie geht es mit der Integration der Menschen aus der Ukraine in Europa? Und sehr, sehr spannend, weil sozusagen wir die These haben, dass jene Länder, die jetzt besonders viel Herausforderungen haben, Polen etwa oder Spanien, dass die sicher auch profitieren können von den Erfahrungen, die jene Länder gemacht haben während der Flüchtlingsbewegungen 2015, 2016. Also Österreich, Deutschland, Schweden, Schweiz zum Beispiel. Und dass da sozusagen bestimmt sehr, sehr interessanter Informationsaustausch in 14 Tagen passiert in der Europäischen Union. Noch weitere Fragen? Eine kurze und eine mit kurzen Antwort. Wunderbar, ja, kurze Antwort. Thema Corona-Kurzarbeit wäre das. Hat sich das Modell, das österreichische Erfolgsmodell der Corona-Kurzarbeit auch in anderen Ländern bewährt, speziell in den USA? Das geht jetzt an den Herrn, Jobst. Vielleicht, ob man da Auskunft geben kann. Ja, Kurzarbeit im österreichischen oder europäischen Sinn hat es hier nicht gegeben. Es gibt was Ähnliches, da verspreche ich einem Mitarbeiter, dass er zurückkommen kann. Das ist dann aber ohne, quasi ohne Bezahlung. Aber nein, Kurzarbeit, glaube ich, hätten sich viele hier in den USA gewünscht. Mhm. Dann bleibe ich kurz bei Ihnen, Herr Jobst. Wir haben jetzt uns immer ein bisschen herumgeschlichen über das, eine deutliche Ansprache des Bildungssystems. Ich weiß, dass Ministerin Schramböck und Kocher wäre gerne hingefahren, konnte dann aber nicht, um ein, quasi eine Ideen des Lehrlingssystems, der Lehrlingsausbildung quasi in die USA zu exportieren. Und ich habe zumindest in den Medien gelesen, die übertreiben ja gerne, dass die USA, der Arbeitsminister, sehr begeistert darauf reagiert hat. Daran anschließend die generelle Frage, weil das öffentliche System offensichtlich eine Lücke aufweist in der Erfüllung einer gewissen Nachfrage, gerade in der Grundlagen für Fachkräfteausbildung, müssen die Unternehmen durchaus sozialpartnerschaftlich vielleicht da einspringen und ihre spezifische Fachkompetenz selbst quasi ausbilden. Wird das funktionieren in den USA? Ich denke auf jeden Fall. Es waren jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele Übertreibungen. Der Martin Wolsch, Arbeitsminister, hat im Gespräch mit mir auch gesagt, das ist ein tolles System. Das Lehrlingssystem wollen wir hier machen, wird viel Geld investiert in den USA. Wir sind ja auch nicht die Ersten, die das in den USA ausgerollt haben. Da gibt es schon österreichische Firmen, die machen das schon Jahrzehnten. Aber wir haben das, glaube ich, sehr gut ausgerollt. Wir haben seit, bevor noch hier wir gestartet haben, am Stand das erste Lehrlingsprogramm gestartet mit einer dualen Ausbildung in dem Fall, also mit dem College Degree und nachher dann sozusagen ein Journeyman Degree, also Gesellenbrief auf Deutsch, wird super angenommen, deckt auf jeden Fall, ist nur ein Baustein der, der Ausbildung am Ende vom Tag, auch die Fachkräftemangel hier ist wahrscheinlich sogar prekärer als in Österreich aufgrund des Bildungssystems, aber wir machen halt sehr gute Erfahrungen mit den Lehrlingen, die sind sehr committed, die geringste Fluktuationsrate, also das ist sicher ein Programm, das man annähernd copy-paste sozusagen von Europa, speziell aus Österreich, in die USA übernehmen kann und ja, hier wird zum Beispiel oder laut Arbeitsminister Martin Wolsch wirklich Geld investiert, Zeit investiert, dass das nicht nur die Firmen, so wie wir dann übernehmen, sondern dass es auch da Unterstützung und Publicity gibt. Herr Derntl, man würde ja vermuten, angesichts der Lage oder des Facharbeitermangels in Österreich, Politik, Unternehmen, Öffentlichkeit rennt Ihnen die Tür ein, um quasi
das funktionierende, aber offensichtlich nicht perfekt funktionierende System der Lehre nach vorne zu bringen. Ist das der Fall? Und wenn nein, warum nicht aus Ihrer Wahrnehmung? Gerne zu Ihrer Frage gleich, aber ich möchte noch kurz zum Herrn Jobst sagen, weil ich durfte ja dabei sein, durfte die Frau Bundesminister begleiten und ich kann das nur unterstreichen. Also ich sehe da schon auch sehr viel Potenzial. Und was ich besonders spannend gefunden habe, war, dass quasi die Probleme, mit denen wir in Österreich kämpfen, was das Thema Lehrlingsausbildung betrifft, gar nicht so unterschiedlich sind zu quasi dem, was gerade hier in Kinderschulen in den USA entsteht. Nämlich die Überzeugungsarbeit der Eltern. Ich kann mich erinnern, Herr Jobst, wie auch Unternehmer wie Sie und diese österreichische Community vor Ort dann erzählt hat, quasi, dass viel Überzeugungsarbeit notwendig ist, den Eltern zu erzählen, wenn dein Kind, dort sind Sie ja dann schon 18 plus, quasi bei mir im Unternehmen eine Lehrlingsausbildung macht, dann ist das etwas Sinnstiftendes, etwas Sinnvolles, es bekommt eine gute Ausbildung, faires Gehalt etc. Und die Situation ist auch bei uns sehr ähnlich. Wir kämpfen beim Thema Lehrlingsausbildung vor allem ebenfalls mit der Zielgruppe Eltern, mit extrem viel Überzeugungsarbeit. Also es ist ja ähnlich gelagert. Auch dort müssen wir quasi täglich vor allem versuchen, die Eltern zu adressieren. Ich glaube, es unterliegt ja keine Illusion, dass ein 15-Jähriger, eine 15-Jährige alleine die Entscheidung trifft, was mache ich jetzt mit 15, sondern selbstverständlich spielen wir die Peer Group, die Eltern, die Großeltern, also all jene eine große, eine ganz, ganz große Rolle, wie es weitergeht. Und quasi beim Thema irgendwo so auch Wunschzettel an die Politik, da sehen wir halt ganz extrem, dass Covid hier nicht spurlos vorübergegangen ist, was das Thema Berufsorientierung betrifft. Also wir hatten noch nie eine so große Generation an jungen Menschen wie aktuell, die nicht wirklich wissen, wie geht's weiter mit meinem Leben. Durch das Wegfallen von Messen, von Schnuppermöglichkeiten, von Vernetzung, durch quasi doch sehr viel mit sich selbst Beschäftigung im Homeoffice haben wir ganz, ganz viele junge Menschen daheim sitzen, die nicht recht wissen, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ist es die AHS, ist es die BMHS, ist es die Lehrlingsausbildung, wo geht's quasi hin mit mir? Und da müssen wir, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und aufpassen, diese Menschen hier nicht im Stich zu lassen und hier schon auch die Politik gefordert. Und wir pochen ganz massiv auf das Thema Berufsorientierung. Hier muss etwas passieren. Man muss diese Menschen unterstützen, ihnen unter die Arme greifen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, was der großartige österreichische Arbeitsmarkt eigentlich alles hergibt. Man fragt sich ja wirklich, wie konnte es eine Gesellschaft wie die österreichische zulassen, dass das Image oder das wahrgenommene Image der Lehre so verbesserungswürdig, so schlecht ist, dass wir so wenig Jugendliche, Frauen und Mädchen in diese Schiene hineinkommen. Frau Regner, die eine Idee, die das verändern könnte, weil es ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, will da gar niemandem eine Einzelverantwortung zuweisen, das haben wir schon ganz gemeinsam geschafft. Die eine Idee, die das verbessern könnte? Und die Herren haben die Chance, sich das jetzt ein bisschen länger zu überlegen, während Sie arbeiten, antworten. Naja, wir versuchen, Mädchen zu motivieren, Berufe zu ergreifen, die typisch sind für Jungs derzeit. Also die berühmten STEM-Berufe. Und bei der Analyse haben wir eben festgestellt, dass wir da schon auch ein bisschen die Arbeitswelt anpassen müssen an die Bedürfnisse von Mädchen. Und wenn ich jetzt davon spreche, kann man da natürlich auch gleich weiterschauen und fragen, was wollen denn auch junge Männer heute? Ich glaube, dass teilweise in den Ausbildungen, in den Lehrlingsausbildungen Großartiges offeriert wird, aber wahrscheinlich schon auch in vielen Ausbildungen es notwendig ist, sie ein bisschen moderner zu machen und anzupassen an die Bedürfnisse, die wir heute haben. Wir haben gesprochen also wir brauchen ja unglaublich viel Arbeit. Wir brauchen unglaublich viel Arbeit, wenn es darum geht, für die Klimakrise uns fit zu machen. Also unglaublich viele Fertigkeiten. Was bedeutet das jetzt für Unternehmen, junge Menschen, und ich habe immer Mädchen vor Augen, weil ich sehr viel über den Gleichstellungsausschuss halt mit Mädchen, mit jungen Frauen gearbeitet habe, zu motivieren und dazu zu bringen, dass sie in diesen Bereichen Fertigkeiten übernehmen und was lernen. Und da ist es schon so, dass viele sich da in dem, was angeboten ist, nicht ganz wiedersehen, nicht ganz wiederfinden. Das heißt, natürlich ist es eine Aufgabe der Eltern, die Kinder zu motivieren und zu sagen, so, ich glaube jetzt dran, wenn du eine Lehre machst, das ist etwas, was für die Zukunft ist. Aber ich glaube, es geht schon auch wesentlich weiter, nämlich, dass wir auch schauen müssen, was sind die
tatsächlichen Zukunftsberufe, wo wollen wir da ansetzen? Und ein anderer sehr handfester Bereich, in dem es ja schon jetzt mangelt und noch wesentlich mehr mangeln wird, das sind alle Pflegeberufe. Eine der Lehren aus der Corona-Krise ist, wir brauchen ganz dringend hervorragend ausgebildete Menschen, Burschen wie Mädchen, also nicht nur Frauen, wie es traditionell der Fall ist, wenn es um die Altenbetreuung, um die Kinderbetreuung geht und wenn es natürlich auch um die Gesundheit geht. Und da haben wir dann natürlich auch gesehen, okay, wir möchten da sehr wohl junge Menschen dazu bringen, dass sie in diese Ausbildungen gehen, aber wir sehen auch, da sind sehr, also es werden den jungen Menschen noch sehr viele Knüppel in den Weg gelegt. Und deshalb denke ich mal, aufpassen, was ist das, was wir brauchen, was ist das, was da ist seitens der Unternehmensseite und natürlich, ja, da geht es um die Überzeugungsarbeit der Eltern auch, aber ich glaube Eltern, die wollen schon das Beste für ihr Kind und vielleicht sind dann die Eltern, die dann ihr Kind nicht dazu bringen und motivieren, mach eine Lehre, durchaus in manchen Fällen berechtigt davon überzeugt, dass sie sagen, na probier, mach dann halt noch weiter die Matura und dann vielleicht machst du eine Lehre oder ein Studium. Gleich, was ist schiefgelaufen, was muss man besser machen? Was können wir machen? Ja, was können wir machen? Wir arbeiten natürlich sehr dran, weil wir bis zum Wissen gerade auch zuständig sind für das Lehrlingswesen. Erstens einmal klarerweise laufend die Lehrpläne zu aktualisieren und neue Lehrberufe zu schaffen. Das geschieht auch. Zweitens, ein Projekt ist eine höhere Berufsbildung zu etablieren. Was heißt das? Wenn ich heute habe einen Universitätsabschluss in, was weiß ich, Politikwissenschaft, ja, habe ich zufällig, ist jetzt nicht so wichtig, zählt es im internationalen Vergleich bei der NQR-Bewertung mehr, als wenn ich einen Lehrabschluss habe im Bereich Mechatronik, obwohl ich im einen Fall eine viel bessere Chance habe am Arbeitsmarkt als im anderen Fall. Wir wollen also hier eine höhere Berufsausbildung etablieren. Also da ist in Vorbereitungen gesetzt zu einer höheren Berufsausbildung, sodass ich also hier höhere Ausbildungen habe, die dann vergleichbar sind mit Universitätsabschlüssen. Es geht hier, glaube ich, um eine Perspektive des Aufstiegs, die man haben muss, auch als Lehrling. Daher wichtig natürlich, ich weiß, das ist ein Schlagwort, das es schon lange gibt, Lehre mit Matura. Da gibt es schon sehr viel in Oberösterreich, wo man auch gezielt es ermöglicht, dass ich Matura und Lehre habe. Dann verbinde ich irgendwie das Beste aus beiden Welten, dass ich auch gezielt zum Beispiel AHS-Maturanten anspreche, die vielleicht jetzt nicht studieren wollen. Aber wenn sie dann auch eine Lehre haben, haben sie doch eine sehr spannende Kombination an Qualifikationen. Das wollen wir österreichweit in Form einer dualen Akademie ausrollen. Das ist auch ein konkreter Plan. Und das, glaube ich, würde dann die Lehre sehr viel attraktiver machen. Herr Kopp? Erstens möchte ich widersprechen, dass die Lehre ein so schlechtes Image hat, ist ein Akademikerproblem. Aber auch ein objektives, weil sonst wäre der Facharbeitermangel so nicht nein, ganz erklärbar. Nein, möchte ich auch widersprechen, das hat mit der Demografie zu tun. Wenn 4 von 10 Jugendlichen noch immer eine Lehre machen, ist das sensationell und nicht nix, weil es gehen nicht 4 von 10 in eine AHS. Mhm. Und das kann man auch nicht sagen, die AHS hat ein irres Imageproblem. Das zweite ist, es ist ein Ost-West-Problem. In Vorarlberg ist das völlig anders, das Image, als in Wien. Und das dritte, um jetzt zu was Inhaltlichem zu kommen, ich glaube, dass wir Angebote entwickeln müssen und zwar auch massiv bewerben, die heißen Lehre nach Matura. Ich glaube, dass das die zukunftsträchtige Ausbildung ist. Es braucht eine gute Allgemeinbildung, weil die ist die Grundlage für Lernfähigkeit und Lernbereitschaft für eine sich ständig verändernde Wirtschaft und darauf aufgesetzt eine fachliche Spezialisierung. Und das müssen wir entwickeln, das müssen wir massiv bewerben, vielleicht müssen wir das sogar anders nennen. Hm. Das reden wir ja schon länger. Wissen Sie, wie viel das tatsächlich gemacht haben, diese Lehre mit Matura? Nein, man muss unterscheiden. Wir reden schon länger und das machen relativ viele Lehre mit Matura. Ich spreche von Lehre nach Matura. Okay. Das ist was anderes, das gibt es ein bisschen mit der Lehrlingsakademien in Oberösterreich. Und das wollen wir Österreich weiter haben. Das gehört massiv aufgeblasen und auch die Chancen gezeigt. Ich glaube, das werden die Industrie- und Handwerkskarrieren der Zukunft sein. Gute Allgemeinbildung als Basis für zukünftige Veränderung. Okay. Aber da sind wir bei einem großen Trend, den wir jetzt gar nicht so angesprochen haben. Das ist einfach der demografische Wandel. Euphemistisch ist es ja eigentlich eine Bezeichnung dafür, dass wir seit 50 Jahren zu wenig Kinder haben. Und das spürt man halt jetzt. Ganz, ganz starke Jahrgänge, 130.000 kopfstark. Gehen in Pension, relativ schwache Jahrgänge, 80.000 kopfstark, rücken nach. Das lässt sich nicht ändern, das wird sich dann halt bemerkbar machen, eben auch am Lehrstellenmarkt und am Arbeitsmarkt.
wurde in der Vergangenheit über Migration teilweise gelöst, aber politisch ein höchst sensibles, höchst umstrittenes, höchst polarisierendes Thema. Sie haben gesagt, wir sind auf ein Thema zu wenig eingegangen. Ich könnte Ihnen noch eine ganze Liste von anderen Themen nennen, auf die wir auch kaum bis gar nicht eingegangen sind. Es tut mir leid, das sind die Notwendigkeiten einer 60-minütigen Diskussion. Der Herr Derntl hebt ganz brav den Finger. Ich gebe Ihnen vor meiner Verabschiedung noch ganz kurz das Wort. Das ist aber ganz lieb. Also ich muss nämlich hier ausnahmsweise den Herrn Kopf ganz leicht widersprechen. Wir dürfen uns nämlich es nicht ganz leicht machen und beim Thema Lehre, Image-Lehre uns auf die Demografie ausreden. Ja, die Demografie geht zurück. Allerdings, wenn man den demografischen Rückgang vergleicht mit dem Rückgang der Lehrlingszahl, so haben wir dennoch ein Gap von ungefähr 10%. Also ja, die Anzahl der Lehrlinge, der jungen Menschen geht zurück, aber noch stärker geht die Anzahl der Lehrlinge zurück. Also ja, das spielt eine Rolle, aber es ist halt doch nur ein Faktor von vielen. Und zum Thema Lehre mit Matura vielleicht noch ein Satz und auch nach Matura, auch wenn es zwei wirklich unterschiedliche Dinge sind. Wir haben gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung 1000 Eltern, also doch eine sehr relevante Stichzahl, befragt, wenn sie an Karriere für ihr Kind denken. Und der Lehrabschluss war so ziemlich im Mittelfeld gereiht. Und Lehre mit Matura war Top 1, hat sogar die akademische Ausbildung überholt. Das heißt, wenn man die Eltern fragt, und das ist zwar natürlich ein mitunter sehr subjektives Bild, aber dann spielt Matura und Lehre doch eine sehr, sehr hohe Rolle. Das heißt, Matura ist in Österreich immer noch in den Köpfen extrem verankert und extrem wichtig. Das müssen wir auch beim Thema Lehrlingsausbildung respektieren. Gleichzeitig aber natürlich auch ein Hebel, was das Thema Marketing, Recruiting und natürlich auch hier Imageaufwertung betrifft. Herzlichen Dank, wichtiger Beitrag. Die Studie würde mich interessieren. Wenn Sie sie mir per E-Mail zukommen lassen, würde ich mich sehr freuen. Ich war aber mitten in der Verabschiedung. Vielen herzlichen Dank. Es tut mir leid, dass etliche Fragen nicht oder nicht ausreichend zu Wort gekommen sind. Ich glaube aber trotzdem, es war mein Eindruck, dass es eine interessante, eine lebendige Diskussion war. Vielen herzlichen Dank in die USA an den Herrn Jobst, vielen herzlichen Dank an den Herrn Derntl. Herzlichen Dank hier Ihnen, Frau Regner, Herr Gleisner, Herr Kopf, Ihnen allen danke fürs Kommen. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser Special Wednesday Edition des Super Tuesday-Reihe der österreichisch-amerikanischen Reihe. Und danke auch im Namen der Wiener Zeitung. Schönen Abend.